Günstig tanken bei Aldi. So will der Discounter-Riese ab Dezember neue Kunden locken. Weil es ein bisschen billiger ist als bei den anderen. Aldi steht auch sonst für gute Qualität für wenig Geld. Aber stimmt das? Das gibt's ja nicht. Ich hätte wirklich gedacht, dass es ein Preisunterschied ist. Und wie gut sind die Produkte wirklich? Fleisch, Wein, Matratzen. Wir testen es. Jetzt bei Marktcheck. Checkt Aldi. Guten Abend, ich grüße Sie ganz herzlich. Aldi, Sie erinnern sich wahrscheinlich, das war ja mal eher so Pappkartons und kaltes Neonlicht. Hauptsache billig, aber nicht so wirklich einladend. Das hat sich ja inzwischen geändert. Schönere Läden, immer mehr Markenprodukte. Und warum das Ganze? Klar, damit wir mehr Geld lassen bei Aldi. Aber lohnt sich das auch für uns? Stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis noch? Und wie geht Aldi eigentlich mit seinen Lieferanten um? Marktcheck checkt Aldi. Ein zufällig ausgewählter Aldi-Markt in Mainz. Einen Tag lang zählen wir dort die Kunden. Es herrscht Dauerbetrieb. Von Ladenöffnung bis Feierabend ermitteln wir 1557 Käufer. Im Schnitt kauft jeder von ihnen für knapp 17 Euro ein. Aufs Jahr gesehen macht das 8 Millionen Euro Jahresumsatz allein in dieser Filiale. Aldi ist Deutschlands Discounterkönig. Doch warum ist er so beliebt? Es ist meistens günstiger als andere Läden. Es geht schnell. Die Sachen sind alle frisch. Gute Angebote. Doch Deutschlands größtem Discounter sitzt die Konkurrenz im Nacken. Billig und gut allein reicht anscheinend nicht mehr. Aldi erfindet sich neu. Edellook in den Filialen und Markenartikel im Regal. Aber was bringt die neue Offensive dem Kunden? Wir machen den Check. Wie günstig ist Aldi wirklich? Ach krass. Boah. Wahnsinn. Wie gut sind die Produkte? Wir haben ganz viele Sachen, die wirklich kaputt sind. Da fängt schon an zu gammeln. Was steckt hinter der neuen Werbeoffensive? Aldi zieht da im Grunde etwas nach und rückt von seinem alten Prinzip ab. Und wie fair ist das Unternehmen? Hier wird wieder Druck nach unten ausgeübt. Der Landwirt ist der Letzte in der Kette. Marktcheck checkt Aldi. Wie gut ist der Discounter-Riese? Erster Check, der Preis. Aldi ist seit jeher ein Synonym für günstig. In diesem Unternehmensspot wird sogar damit geworben, immer den besten Preis zu haben. Mit schlanken Organisationsstrukturen und einem ausgewählten Sortiment gelingt es uns immer, den besten Preis zu bieten. Aldi, einfach ist mehr. Stimmt das? Im Sommer haben wir die drei größten Discounter Aldi, Lidl und Netto verglichen. Zusätzlich noch Supermarktriese Rewe. Wer ist der günstigste im Land? Wir machen das Einkaufstaschenduell. Wir stellen Markenartikel und Eigenmarken zusammen, die direkt miteinander vergleichbar sind. Wo zahlt man am wenigsten? Wir fragen Passanten in Esslingen. Ja, ich bin für Aldi. Aldi ist am billigsten? Ja. Ja, eher Aldi, ja. Netto oder Lidl? Ich vermute Lidl, aber. Ja, sag ich jetzt aus der Hosentasche. Aldi, finde ich auch, ja. Wahrscheinlich ist Rewe ein bisschen teurer. Wir lösen auf. Aldi ist knapp am günstigsten. Der Einkauf kostet 4 Cent weniger als bei der Konkurrenz. Aber das liegt nur an der Prinzenrolle. Nimmt man die weg, kostet plötzlich alles exakt gleich viel. Was sind die Preise? Ach krass. Boah. Kostet okay. Alles das Gleiche. Wahnsinn. Das gibt's ja nicht. Ich hätte wirklich gedacht, dass es ein Preisunterschied ist. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Okay. Das ist toll. Ja, ich bin überrascht. Werden hier etwa illegale Absprachen getroffen? Nein, sagt Handelsexperte Alexander Hennig. Es will nur keiner teurer sein als der andere. Das ist sozusagen das Gegenteil eines Kartells, denn die Preise werden nicht abgesprochen und entsprechend angehoben, sondern es gibt Preisbeobachtungen, zum Beispiel Verkaufsleiter, die für verschiedene Filialen zuständig sind, beobachten dann auch die Filialen der Konkurrenten in der Umgebung. Handzettel, Werbung wird analysiert und wenn man dann Preissenkungen beim Konkurrenten sieht, dann wird im Normalfall sofort nachgezogen. Aber es geht auch umgekehrt.
Aldi korrigiert wenige Wochen nach unserer Stichprobe den Preis der Prinzenrolle nach oben. So kostet sie gleich viel wie bei der Konkurrenz. Die Markenkekse stehen übrigens erst seit kurzem im Regal. Ein Trend. Immer mehr Markenprodukte finden sich im Aldi-Sortiment. Und das hat auch seinen Grund. Es gibt viele Konsumenten, die bei Gütern des täglichen Bedarfs Wert legen darauf, ganz bestimmte Markenprodukte zu kaufen. Und wenn Aldi die jetzt nicht im Sortiment hat, dann kaufen die Konsumenten die woanders, wo sie dann diese Produkte, aber auch den gesamten restlichen Einkauf erledigen. Und das führt dazu, dass Aldi diese Produkte einlistet. Noch machen die Markenprodukte aber nur einen kleinen Anteil im Sortiment aus. Verkaufsschlager sind laut Aldi andere Produkte. Auf Platz 3 der Bestseller, Weizenbrötchen aus dem Backautomat. Platz 2 belegt die Aldi Haarmilch mit 1,5% Fettanteil. Ganz vorne die Haarmilch mit 3,5% Fett. Insgesamt hat Aldi rund 1360 verschiedene Artikel ständig im Sortiment. Die werden in Regionallagern vorgehalten, so wie in Rheinberg am Niederrhein. Dort bekommen wir einen exklusiven Einblick in die gigantische Lagerhalle. Aldi hat 30 solcher Verteilzentren in Deutschland. Von hier aus werden 50 von insgesamt rund 1900 Filialen beliefert. Von Bier bis zu Marmelade. Alles wird passgenau abgepackt. Jeden Tag verlassen rund 100 Laster das Logistiklager. In Sachen Umsatz ist Aldi die Nummer 1 unter den Discountern. Aber Lidl kommt immer näher ran. Netto liegt auf Platz 3. Zum Vergleich, Supermarktriese Rewe. Er macht mit Abstand den meisten Umsatz. Ein typisches Aldi-Phänomen, Stress an der Kasse. Kunden kommen mit dem Einräumen meist nicht hinterher. Das ist Absicht. 3D-Barcode-Scanner, winzige Ablageflächen, schnelle Kartenterminals. Der Bezahlvorgang soll so rasant wie möglich ablaufen. Aldi wirbt sogar damit. Unsere Kassiererin Frau Feuster hat den Anspruch, sich jeden Tag selbst zu übertreffen. Und wir versuchen, sie zu unterstützen. Mit extra großen Barcodes auf mehreren Seiten unserer Produkte. So kann sie mehr Waren in kürzerer Zeit scannen. Was Aldi hier verschweigt, Frau Feuster bekommt für schnelles Arbeiten auch mehr Provision. Je schneller der Kassierprozess vonstatten geht, je schneller die Ware eingeräumt wird, je schneller das Geld abends gezählt wird und je schneller im Lager die Kommissionierung vonstatten geht, desto besser ist die Produktivität der Filiale. Man könnte sagen, desto weniger Personal benötigt man für denselben Umsatz. Und diese Kennzahl wird herangezogen als Vergütungsbestandteil, sodass also das Filialpersonal einen unmittelbaren Vorteil davon hat, wenn sie produktiv sind. Aldi räumt ein, generell motiviert dieses Vergütungssystem unsere Mitarbeiter, möglichst effizient zu arbeiten. Relativ neu bei Aldi ist, Kunden können an der Kasse kostenlos Geld abheben. Andere Supermärkte bieten das schon länger an. Was nach einem guten Kundenservice klingt, hat in Wahrheit aber vor allem Vorteile für Aldi. Das Handling mit dem Geld wird einfacher. Abends muss weniger Geld gezählt werden und in den Tresor gelegt werden. Das Überfallrisiko sinkt und die Geldversorgungskosten, zum Beispiel für den Geldtransport dann zur Bank, werden ebenfalls geringer. Das Unternehmen wirbt derzeit unter anderem mit einfacher Reklamationspolitik. Deswegen nehmen er und seine Kollegen jeden Artikel einfach wieder zurück. Wirklich? Wir machen den Extremtest. Erster Versuch, ohne Quittung. Kriegen wir für diese Gartengeräte ohne Beleg das Geld zurück? In dieser Mainzer Filiale machen wir den Test. Filmen mit versteckter Kamera. Das würde ich gern zurückgeben. Haben Sie die Quittung? Nein. Okay, kein Problem. Sofort kriegen wir das Geld ausgezahlt. Jetzt lassen wir es krachen. Wie reagiert Aldi auf defekte Ware? In einer anderen Filiale versuchen wir, das Geld für einen zerstörten Unkrautstecher sowie eine kaputte Solarlampe wiederzubekommen. Das geht zurück? Ja, das ist kaputt. Die Kassiererin schaut gar nicht richtig hin, zahlt sofort das Geld aus. Nächster Versuch, alte Ware.
Unser Reporter will einen Heizungsthermostat zurückgeben. Fast ein Jahr ist der Kauf her. Eine Quittung gibt es nicht. Wann haben Sie das gekauft? Ist schon länger her. Die Überraschung, das Geld wird trotzdem ausgezahlt. Letzter Test. Benutzte Ware. Jetzt werden wir besonders dreist, wollen eine fast leere Flasche Wein zurückgeben. Der schmeckt nicht, der hat Kork. Dass die Flasche einen Schraubverschluss hat, wundert die Kassiererin nicht. Unglaublich aber wahr, wir kriegen das Geld zurück. Aldi gilt schon von jeher als Ejakulant. Für Aldi war das gerade auch in den 60er, 70er und 80er Jahren ein ganz wichtiger Schritt, um die Kunden nicht nur von der Günstigkeit der Preise, sondern auch von der Qualität der Produkte zu überzeugen. Ergebnis unseres Extremtests: Aldi hat alle Artikel anstandslos zurückgenommen. Fazit unseres Preis- und Service-Checks: Aldi ist nicht unbedingt günstiger als die Konkurrenz. Das hohe Tempo an der Kasse ist gewollt. In Sachen Kulanz können andere sich eine Scheibe abschneiden. Weiter geht es mit der Qualität. Aldi hat immer mehr frische Produkte im Sortiment. Neben Obst und Gemüse ist auch die Auswahl an Fisch und Fleisch größer geworden. Aldi verspricht eine gewissenhafte Qualitätsprüfung. Nur wenn wir sicher sind, dass unsere Produkte unseren hohen Ansprüchen gerecht werden, wissen wir, dass auch Sie damit zufrieden sein werden. Aber wie frisch ist frisch? Der Mainzer Sternekoch Philipp Stein macht für uns den Check. Er hat Obst und Gemüse bei Aldi eingekauft. Vieles davon ist tadellos. Aber es gibt auch einzelne Produkte, die im Regal eigentlich nichts zu suchen haben. Wir haben ganz viele Sachen, die wirklich kaputt sind. Also wir haben hier zum Beispiel eine Paprika, die schon schimmelt. Dann haben wir hier die Avocado und das fängt schon an zu gammeln. Rhabarber setzt hier unten schon an. Ja. Da gibt es verschiedene Sachen, die sind einfach noch nicht fertig gereift. Die Ananas ist noch komplett grün, die kennt man, die sollte eigentlich gelb sein. Und dann gibt es auch Sachen, die sind einfach zu lang gelagert, wie beispielsweise hier die Mango. Aldi schreibt uns dazu, sollte es dazu kommen, dass trotz der umfangreichen Kontrollen Obst angeboten wird, welches nicht mehr einwandfrei ist, sind unsere Mitarbeiter angehalten, dieses umgehend auszusortieren. Zumindest vor unserem Einkauf ging das schief. Und wie schneidet Aldi Obst und Gemüse gegen teurere Ware vom Supermarkt ab? Aldi gegen Rewe. Wir lassen frisch aussehende Ware in einem 14-tägigen Zeitraffer-Duell gegeneinander antreten. Allesamt keine Bioprodukte. Welche Ware hält sich länger? Nach 2 Wochen steht das Ergebnis fest. Insgesamt sind in unserem Frische-Check die Aldi-Produkte besser als bei Rewe. Teurere Supermarktware ist also nicht automatisch frischer. Nächste Kontrolle: Frischfisch. Wir vergleichen Lachs und Kabeljau von Supermarkt und Discountern. Bei Netto gab es nur Lachs. Wer hat den besten? Alle sind von Aussehen und Geruch her in Ordnung. Auffällig, bei Aldi gibt es nur Endstücke. Es ist halt einfach, es sind nicht so schöne Stücke. Also man könnte jetzt ein Stück von hier oben, das wäre bedeutend dicker und das könnte man schöner garen. Man hat halt sehr, sehr viel Haut dabei. Ja? Also hat fast ein Drittel ist ja Haut von dem Fisch. Im Kabeljau ist es so ähnlich. Das sind unglaublich dünne Stücke. Ja. So ein Kabeljau und der Größe hat bestimmt 7-8 Kilo. Ja. Und der hat am Ende so richtig dicke Stücke. Ja. Und das ist das allerletzte Endstück. Das ist halt schade. Zufall? In 5 verschiedenen Filialen schauen wir uns Aldi Frischfisch noch mal genauer an. Und tatsächlich finden wir fast ausschließlich Schwanzstücke. Die sind geschmacklich zwar nicht schlechter, aber lassen sich nicht gleichmäßig garen. Und im Großhandel werden sie billiger verkauft, da die Gastronomie sie nicht haben will. Auch Lidl hat in unserem Test ein Endstück dabei. Die anderen beiden nicht. Das beste Lachsstück finden wir in unserer Stichprobe bei Netto. Alle Frischfische haben wir im Labor auf Keime, Würmer und Pflanzengift untersuchen lassen. Ergebnis? Alle sind in Ordnung. Nächster Test. Grillfleisch. Steckt unter der Marinade minderwertiges Fleisch? Sternekoch Philipp Stein wäscht die Soßen ab und schaut genau hin. Zunächst beim Aldi-Fleisch.
Da war ich so am spannendsten drauf, was passiert. Aber eigentlich, also kann man nichts sagen, es ist nicht mehr oxidiertes Fleisch. Also es ist jetzt nicht irgendwie grau angelaufen oder so. Es ist jetzt auch kein schlechter Zuschnitt. Es ist einfach der Schweinekamm runtergeschnitten. Das sind also schon schöne Stücke. Auch unter den Marinaden von der Konkurrenz lauern keine bösen Überraschungen. Egal ob Lidl, Netto oder Rewe, alles ist okay. Das beste Stück Fleisch im Test kommt für unseren Koch von Lidl. Passend dazu bereitet Philipp Stein einen frischen Kartoffelsalat zu. Wir wollen wissen, wie schlägt sich dagegen der fertige von Aldi? Und die Produkte von Lidl und Netto. In Mannheim bitten wir 100 Passanten zur Blindverkostung. Welcher Kartoffelsalat ist der leckerste? Rot, grün, blau oder gelb? Oh, meine Mama macht den auch so ähnlich. Ja, der schmeckt am besten. Schnell kristallisiert sich der Sieger heraus. Ein Ball nach dem anderen landet im Behälter hinter dem grün markierten Kartoffelsalat. Ja, weil da mehr Würze ist, ja, und der Salz hat gestimmt und alles. Weil der Rest nach Mayo schmeckt so extrem, so. Ich finde, da ist auch das drin, was in einen Kartoffelsalat rein soll. 1A. Unglaublich. Nach 2 Stunden müssen wir unseren Test abbrechen. Die grünen Bälle sind aufgebraucht. So ein eindeutiges Votum gab es beim Marktcheck noch nie. Und der grüne Kartoffelsalat ist vom Sternekoch. Da kann was, da kann was. Guter Mann. Das Ergebnis: Mit dem frischen Kartoffelsalat konnte kein Fertigsalat mithalten. Von 79 abgegebenen Stimmen waren stolze 60 für den Salat vom Koch. Aldi ist immerhin der beste Verlierer. Und beim Wein? Aldi ist Deutschlands größter Weinhändler. Allein Aldi Süd verkauft 170 Millionen Flaschen jährlich. Darunter auch viele Flaschen von scheinbar renommierten Winzern. Das sind tolle Namen, aber das sind nicht die Weingüter, die man vielleicht dahinter vermutet. Also Fritz Keller oder hier S.A. Brüm, der Raimund Brüm, die haben hier keine Weingutsweine, sondern sie treten quasi als Kellerei auf, füllen also Weine anderer Hersteller ab, auch wenn hier das Bild zum Beispiel des Winzers ganz eindeutig drauf ist. Bei den Roten hier ist das ganz ähnlich. Da sieht man aber, die Dimensionen werden dann immer größer. Also Wolf Blass oder hier Frescobaldi, das sind Imperien, das sind riesige Kellereien, das waren mal Weingüter. Aber mittlerweile füllen die Millionen, Abermillionen Flaschen und der Name allein sagt eigentlich gar nichts. In diesem Pfälzer Weingut machen wir zusammen mit Weinexperte Werner Eckert den Test. Wie schlägt sich Aldi im Vergleich zur Discounter-Konkurrenz und zum teureren Winzerwein? Los geht's mit Grauburgunder Trocken. Bei Aldi fällt dem Experten direkt was auf. Das ist zum Beispiel spannend, das ist zweimal der gleiche Wein, jedenfalls im Etikett nach, von Aldi. Einmal 12,5, einmal 13% Alkohol. Und wenn man genau hinguckt, der hat eine ganz andere AP-Nummer. Das heißt, das ist eine andere Füllung, zumindest wenn nicht ein anderer Wein. Das muss man eben wissen beim Discounter, wenn ich Wein nachkaufe. Das muss nicht der gleiche sein. Wir verdecken die Weine. Zum Geschmackstest treten an 5 Jungwinzer des Netzwerks Generation Riesling. Schmecken Sie Unterschiede zwischen Discounter und Winzerwein? Sehr stoffig. Ja, der Alkohol ist sehr präsent. Abgestimmt wird mit Korken. 3 für den Besten, 2 für den Zweitbesten, 1 für den Drittbesten. Sieger mit 13 Korken, der Grauburgunder vom Winzer. Die Weine von Lidl und Netto je 8 Korken. Und Aldi? Richtig schlecht. Aldi? Der Discounter-Wein kriegt nur einen Korken, landet auf dem letzten Platz. Das ist ein Wein zum einfach mal trinken. Aber wenn man halt etwas Anspruchsvolleres haben möchte, dann liegt er halt da die Richtung, ist man da besser dran. Ja. Also man kann den Unterschied schon schmecken. Das ist nicht so, dass... Man sieht es ja auch an den Korken, die wir, an der Bewertung, die wir abgegeben haben. Ja. Also glaub, der Unterschied war schon sehr klar. Ja. Nächste Kategorie, Riesling. Auch hier ist die Frage, welcher Wein schmeckt den Profis am besten? Welcher schmeckt am schlechtesten? So, wir decken auf. Fangen hier an. Das ist von Aldi. Mhm. Dann haben wir hier Netto, im zweitletzten Platz. Dann auf Platz 2 ist Lidl und der Sieger
ist ein Liter Riesling Winzerwein von der Hessischen Bergstraße. Auch beim Riesling landet Aldi auf dem letzten Platz. Also ich fand ihn eben sehr nichts aussagen, muss ich sagen. Also er war sehr, sehr schlank. So ein bisschen die Säure, die im Vordergrund stand, hat für mich sehr wenig Frucht gehabt. Der Wein hat jetzt für mich keinen Fehler, war jetzt aber in der Reihe für mich der, der am wenigsten aussagekräftig war. Drei weitere Weinsorten testen die Profis. Mosel Lieblich, Rosé und Dornfelder. Wer schneidet nach insgesamt 20 Weinen am besten ab? Aldi landet auf dem letzten Platz. Lidl ist bester Discounter. Die Winzerweine gewinnen mit großem Abstand. Ich hätte mir von Aldi mehr erwartet im Vorfeld, was die Qualität betrifft. Die Überraschung ist wirklich eben nicht, dass wir ein deutliches Ergebnis für die Winzer haben. Die Überraschung ist bei den Discountern so ein bisschen, dass Aldi da so abschlägt. In unserer Geschmacksprobe konnte der Aldi-Wein also nicht punkten. Der Konzern schreibt uns dazu, das Ergebnis der Blindverkostung überrascht uns. Wir bieten bereits seit Jahren hochwertige Weine zu besten Preisen an, deren hohe Qualität wir durch ein aufwendiges Verkostungssystem sichern. Tatsächlich hat Aldi auch Weine im Regal, die Auszeichnungen bekommen haben. Ich weiß, dass Aldi bei vielen Tests gar nicht so schlecht im Weinsektor abschneidet. Ich würde also nicht denken, dass das jetzt ein vernichtendes Urteil für Aldi ist, auch wenn die hier nicht so gut ausgesehen haben. Dennoch verkauft sich der Aldi-Wein richtig gut. Rund 600.000 Liter am Tag. Der Discounter macht aber nicht nur damit Kasse. Vor allem Aktionsartikel im Mittelgang sind gefragt. Aber wie gut sind diese? Wir testen diese Kaltschaummatratze. Wie gut schlägt sie sich im Vergleich zur Konkurrenz? Es treten an in der Klasse 90 x 200 cm die Aldi-Matratze für gerade mal 50 Euro, das Pendant von Lidl für 100 Euro, eine vergleichbare IKEA-Matratze ebenfalls für 100 Euro und eine Markenmatratze von Schlaraffia für 360 Euro. Alle haben Härtegrad 2. Hier in der Nähe von Koblenz wohnt unsere Testfamilie, die Hagemanns. Sohn Leon, Papa Harald und Mama Susanne. Ja, da wollen wir mal die Matratzen nach oben bringen und zum Test starten. Okay, auf geht's. Die Hagemanns sollen vor allem den Schlafkomfort testen und drei Wochen lang abwechselnd auf den vier Matratzen schlafen. Selbst nach zwei Tagen Auslüften sticht der Familie beim IKEA-Modell etwas in die Nase. Die stinkt. Ehrlich? Ja. Oh ja. Die hat aber einen unangenehmen Geruch. Es riecht nach Kunststoff und Chemikalien. Die Matratze wird erneut zum Auslüften gestellt. Ja. Los geht es mit den anderen dreien. Logos und Etiketten haben wir überall entfernt, sodass die Hagemanns nicht wissen, welche Matratzen woher stammen. Zur Bewertung bekommen sie einen Fragebogen, den sie unabhängig voneinander ausfüllen. Auf welcher Matratze schläft es sich am besten? Aldi, Marke oder doch eine der anderen? Drei Wochen lang schlafen Leon, Susanne und Harald Probe. Das Ergebnis gleich. In der Zwischenzeit lassen wir die vier Testmatratzen in einem Speziallabor auf Herz und Nieren überprüfen. Zunächst werden diese in der Mitte zerteilt. Sofort ist klar, alle vier sind völlig anders aufgebaut. Auffällig, fast alle Matratzen haben Einkerbungen, eine Art Waffelmuster, nur eine nicht. Die rosafarbene von Aldi. Also hier oben sehen wir, dass eben ein durchgehender Block da ist, der überhaupt nicht strukturiert ist. Von daher vom Liegekomfort fragwürdig, denn dieser einheitliche Block erlaubt es nicht, dass unterschiedliche Gewichtspartien des Körpers sich unterschiedlich anpassen. Also von daher ist das ein sehr einfacher Aufbau. Und welche Qualität hat das Material? Stecken Schadstoffe in den Matratzen? Um das herauszufinden, werden viereckige Testwürfel herausgetrennt. In einer speziellen Emissionskammer werden diese untersucht. Die Experten schauen unter anderem nach optischen Auffällern und Weichmachern. Das Ergebnis? Bei allen Matratzen konnten keine Schadstoffe festgestellt werden.
Weder bei der geruchsauffälligen IKEA-Matratze noch bei der günstigen von Aldi. Auch die preisgünstige Aldi-Matratze hat gut abgeschnitten im Vergleich zu den anderen Matratzen. Das bedeutet, dass preisgünstige Matratzen nicht per se gesundheitlich bedenklich sein müssen. Ebenfalls untersucht wird der Geruch der Matratzen. Ergebnis: Aldi riecht am wenigsten. IKEA ist tatsächlich der größte Stinker. Für unseren Experten aber noch okay. In diesem Fall würde ich sagen, sind es keine körperlichen Beschwerden, die zu befürchten sind. Ja. Zurück zu unseren Testschläfern, den Hagemanns aus der Nähe von Koblenz. Wie haben sich die Matratzen nach 3 Wochen Dauernutzung geschlagen? Welche war die beste, welche die schlechteste? Dein Favoriten, den habe ich. Das war dann die etwas dickere Matratze. Auf der schlechteren, die ist sehr weich gewesen. Also in der besten konnte ich gut auf der Seite schlafen. Und bei der schlechten konnte ich halt nicht gut schlafen. Auf einer sehr gut. Die hat sich prima so meinem Körper angepasst und gab keine Druckstellen. Und da hatte ich perfekten Schlaf. Dann hatten wir noch eine andere, die war vom Härtegrad ziemlich fest. Das ging eigentlich auch, bis auf die Seitenlage. Das tat mir dann so ein bisschen weh. In unserem Praxistest liegt die Schlaraffia beim Schlafkomfort vorne. Bei den günstigeren scheiden sich die Geister. Harald und Leon konnten auf der Lidl-Matratze nicht gut schlafen. Susanne fand sie am besten. Etwas schwächer die Matratzen von IKEA und Aldi. Paar Fäden, sieht sie hier. Was die Verarbeitung angeht, fällt die Aldi-Matratze den Hagemanns negativ auf. Ja, hier gehen schon die Nähte auf, hier auf dieser Seite. Auch hier oben geht es auch schon auf. Und in der Mitte lösen sich ja, diese kleinen Steppnähte. Da kann man den Faden hier schon aufziehen. Also das ist keine gute Verarbeitung. Nee, besonders nicht. Die sind ja noch keine, oder sind 3 Wochen alt. Da darf das natürlich noch nicht sein, dass sich hier die Matratze, naja, auflöst. Die Qualität lässt in unserer Stichprobe also zu wünschen übrig. Somit ist Lidl bei unserem Test der Preis-Leistungstipp. Gesamtsieger ist die teuerste Matratze von Schlaraffia. Fazit unseres Qualitätschecks: Die Frische stimmt, abgesehen von ein paar Ausnahmen. Die Fischstücke könnten besser sein. Keine bösen Überraschungen beim Grillfleisch. Beim Wein hingegen mehr Schein als Sein. Die Matratze ist nicht die beste. Nächster Check: Das Marketing. In Esslingen fragen wir Passanten, was verbinden sie am meisten mit Aldi? Die Antwort ist fast immer die gleiche. Preiswert. 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 Preiswert natürlich. Der Preis spielte von Anfang an eine wichtige Rolle. 1946 erweitern Theo Albrecht und sein Bruder den Tante-Emma-Laden ihrer Eltern. 1950 ist es schon eine Kette mit 15 Filialen. 1962 wird Deutschland aufgeteilt. Seitdem gibt es Aldi Nord und Aldi Süd. Ende der 70er Jahre führt Aldi das Kühlregal ein, das bis heute in jedem Supermarkt zu finden ist. In den 80ern brummen die Geschäfte dank neu eingeführter Aktionsware. Ein Jahrzehnt später mobilisiert Aldi mit seinen Billig-PC die Massen. Und heute? Aldi will nicht mehr nur der Billigheimer sein, sondern auch jung und modern. Der Konzern schaltet erstmals Werbespots im Fernsehen und sogar im Kino. Marketing-Experte Markus Voth weiß, was dahinter steckt. Ein Discounter wie Aldi muss im Grunde auf seine neue Strategie, nämlich jetzt nicht mehr nur auf günstig, sondern eben auch auf gut zu setzen, aufmerksam machen. Und das hat der Wettbewerber Lidl bereits in den letzten Jahren sehr stark aufgegriffen. Und Aldi zieht da im Grunde etwas nach und rückt von seinem alten Prinzip ab, dass es nur informieren will über gute Preise. Nein, jetzt geht man hin und macht auch Imagewerbung, um im Grunde auf dieses Discounter 2.0-Phänomen, wir machen jetzt auch auf Qualität, aufmerksam zu machen. Auch prominente Werbegesichter kauft Aldi mittlerweile ein. Please welcome Anastasia!
Kürzlich wurde bei Aldi eine eigene Modekollektion der Sängerin verkauft. Und das ganz nebenbei auch noch mit einem Aldi-Konzert zelebriert. Aldi poliert aber nicht nur sein Image auf, sondern auch seine Filialen, wie diese hier in Mainz. Die Einkaufswagen stehen jetzt autofahrerfreundlich in der Mitte des Parkplatzes, ausgestattet mit Griffhörnchen wie beim Mountainbike. Innen sorgen edle Holzverkleidungen und Tageslicht für eine freundliche Atmosphäre. Es gibt mehr Auswahl durch eine zusätzliche dritte Regalreihe. Die Obst- und Gemüseabteilung erinnert an einen Marktstand. Hinter der Kasse wartet ein Kaffeeautomat auf Kundschaft. Das neue Ladenkonzept von Aldi dient im Grunde dazu, eine Wohlfühlatmosphäre zu erzeugen. Einerseits kommt man natürlich den höheren Ansprüchen des Kunden entgegen. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch die Absicht, dass der Kunde häufiger kommt. Vielleicht auch nicht nur zum Wocheneinkauf, sondern vielleicht auch mal unter der Woche. Und dann natürlich auch mehr kauft, weil er sich gerne und lieber und länger im Laden aufhält. Und dann vielleicht auch auf die Idee kommt, noch mal hier zu stöbern und dort zu stöbern und vielleicht sich noch das ein oder andere zusätzlich in den Einkaufswagen zu packen. Aldi will bis 2019 rund 3,5 Milliarden Euro investieren, um seine Läden aufzuhübschen. Dazu gehört auch ein neues Logo im 3D-Design. Seit Anfang November wird es nach und nach ausgetauscht. Und noch im Dezember will Aldi die Kunden mit einem ganz neuen Angebot locken. Billig tanken auf Aldi-Parkplätzen. Los geht's in Süddeutschland, unter anderem in Stuttgart. Günstig tanken und günstig einkaufen, so das Konzept. Bei Aldi in Österreich gibt es das schon länger. Hofer heißen die Märkte dort. Discount die Tankstellen. Hier gibt es günstigen Sprit. Kein Tankshop, kein Personal. Getankt wird am Automaten. Es gibt nur eine Benzinsorte und Diesel. Und die Kunden kommen. Weil es ein bisschen billiger ist als bei den anderen. Aha. Und weil ich mit der Kundenkarte zusätzlich noch einen Bonus habe. Als wir vor Ort sind, ist der Sprit hier knapp 2 Cent günstiger als bei der Konkurrenz. Und die Tankstellen werden von den Kunden sehr gut angenommen, teilt uns der Discounter auf Anfrage mit. Weiter heißt es zu den Zapfsäulen. Ein positiver Effekt ist, dass sie zusätzliche Frequenzbringer sind. Denn sie tragen zur Möglichkeit des One-Stop-Shopping bei. Bei einem einzigen Einkauf erhalten unsere Kunden alles, was für den täglichen Bedarf nötig ist. Statt Discount werden die Aldi-Tankstellen in Deutschland Avanti heißen. Aldi betreibt diese nicht selbst, sondern verpachtet die Grundstücke. Eine weitere Idee der Aldi-Bosse, Carsharing. Derzeit ein Pilotprojekt im Rhein-Main-Gebiet. An 43 Filialen warten insgesamt 100 Autos auf Kundschaft. Die können per App gebucht und geöffnet werden. Bei unserer Stichprobe in Bensheim bei Mannheim treffen wir auf einen Fiat 500. Der ist einfach, aber gut. Fährt sich tadellos. Die Preise sind allerdings so gar nicht Aldi günstig. 3,60 Euro pro Stunde kostet solch ein Kleinstwagen im Basistarif. Plus 18 Cent Spritgeld pro gefahrenem Kilometer. Da gibt es günstigere Angebote. Aldi stellt die Autos nicht selbst zur Verfügung, sondern der Carsharing-Anbieter App2Drive. Der Discounter vermietet diesem lediglich die Parkplätze auf dem Gelände. Zu Aldi 2.0 gehört auch ein eigenes Aldi-Bistro, gebaut aus alten Schiffscontainern. Das Pop-up-Lokal steht immer nur ein paar Monate lang an wechselnden Standorten. Derzeit in München. Alles hier ist hip und modern designt, so wie Aldi sein will. Der Renner ist das täglich wechselnde Drei-Gänge-Menü für 7,99 Euro. Gekocht wird ausschließlich mit Zutaten, die es bei Aldi zu kaufen gibt. Bei unserem Besuch gibt es Champignon-Cremesuppe, Rumpsteak und Himbeer-Tiramisu. Den Gästen schmeckt es. Ja, war wirklich ausgezeichnet. Was ich toll finde, das Preisverhältnis. Ich bin jetzt zum vierten Mal da und bin so angetan. Das Einzige, was noch verbesserungsfähig ist, die Effizienz von Aldi, die Sie aus dem Supermarkt kennen. Hier kann man mal für eine Stunde aufs Essen warten. Das ist mal ein bisschen schade. Geld verdient Aldi damit wohl nicht. Wahrscheinlich will der Konzern mit dem Bistro eher werben. Lecker essen für kleines Geld.
bei Aldi geht das. Und es verleidet, mal im Aldi einzukaufen, was man vielleicht vorher gar nicht getan hat. Wenn ich das Tiramisu finde bei Aldi, ja. Den Ruf, den Aldi mal hatte, das ist schlampig. Ne? Weil früher, ja Gott, geht man mit der Käfertüte zum Aldi. Und Aldi denkt dabei an alles. Denn die Gäste können die passende Einkaufsliste zu den gerade gegessenen Gerichten gleich mitnehmen. Beide Discounter, die Marktführer sind, Lidl und Aldi, versuchen natürlich ein Stück weit auch Eyecatcher-Ideen zu präsentieren. Mal ist es die Entwicklung einer Textilreihe mit einer bekannten Designerin. Mal ist es vielleicht jetzt plötzlich auch die Idee, dass man aus Aldi-Produkten auch ein Restaurant, ein Bistro betreiben kann. Aber im Grunde sind es natürlich keine wirklichen neuen Geschäftsmodelle, sondern es sind vor allem PR- und öffentlichkeitsgerichtete Aktivitäten, die dazu dienen sollen, im Grunde das veränderte Auftreten der Discounter im Markt zu illustrieren. Fazit: Beim Marketing erfindet sich Aldi neu. Optik, Angebote, Service. Kaum ein Stein bleibt auf dem anderen. Unser nächster Check: die Fairness. Den Aldi-Mitarbeitern geht's vergleichsweise gut. Übertariflicher Lohn, Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, keine Skandale. Die meisten Mitarbeiter sind unseren Recherchen zufolge zufrieden mit ihrem Arbeitgeber. Aber wie sieht es bei denen aus, die für Aldi produzieren? Der Discounter würde angeblich hohen Druck auf sie ausüben. Ernst Buck vom Kreisbauernverband Ulm-Ehingen bestätigt das. Immer wieder mische sich der Discounter-Riese ein. Neuerdings wolle er zum Beispiel mehr zuchtintensiveres Eberfleisch. Allerdings ohne dafür mehr zu bezahlen. Ich behaupte, dass wenn Aldi möchte, dass bei uns die Sauer alle Vögel rückwärts rauskommen müssen, dann müssen wir das auch noch fertig bringen, dass diese Vögel rückwärts rauskommen. Im Sommer machte Aldi Schlagzeilen, weil der Konzern 600 Gramm Schweinenacken für 1,99 Euro verkauft hat. Wenn Aldi das für 600 Gramm für 1,99 kauft, dann geht er zu seinem Einkäufer bzw. zu seinem Vorlieferanten und sagt, hey du, das habe ich jetzt im Angebot, so brauche ich das. Und der Druck geht dann wieder rückwärts an die Landwirtschaft. Und wir sind der Letzte in der Kette. Und dann wird hier Druck ausgeübt und der Preis wird dann nach unten geprügelt. Trotzdem liefern viele Bauern weiter an Aldi, denn hier werden große Mengen abgenommen und es wird angeblich pünktlich bezahlt. Aldi stellt sich selbst als umwelt- und tierfreundliches Unternehmen dar, pflanzt im Werbevideo schon mal Bäume. Jede Menge Siegel auf den Produkten sollen Fairness, Frische und gute Qualität vermitteln. Aber wie aussagekräftig ist das bekannte Bio-Siegel bei Aldi? Steht auf Produkten, bei deren Anbau und Herstellung weder gen. Als erstes schauen wir auf Bio-Eier. Die kann man per Code bis zum Landwirt zurückverfolgen. Einer führt uns im Sommer nach Marsbergen in den Niederlanden. In dieser Hühnerfarm werden zu diesem Zeitpunkt Bio-Eier für Aldi produziert. Hallo, Herr Pfeiffer, grüß Sie. Vor Ort treffen wir Tierschützer Jan Pfeiffer. Auf dem Hof fällt uns auf, um kurz vor 12 Uhr mittags ist kein einziges Huhn im Freien zu sehen. Die Auslaufklappen sind geschlossen. Laut Kontrollverein CAT, der die Eiercodes vergibt und Betriebe kontrolliert, ist das bei Biohöfen verboten. Drinnen treten sich die Hühner die Füße platt. Knapp 24.000 Tiere leben hier, sagt uns der Chef. Das ist alles Bio, ja? Ja. Ja? Okay. Ja. Aber ganz schön viele Hühner. Ja, ja, nicht Bio, ja. Circa 15 Cent kriegt der Betrieb angeblich von Aldi pro Ei. Gekauft haben wir es für 26. Alles läuft hier vollautomatisch. Das hat natürlich nichts mit der Idylle zu tun, wie der Verbraucher sich das vorstellt. Weil hier merkt man ganz klar, dass Bio eben auch ein Massenprodukt geworden ist. Ich meine, das ist Massentierhaltung, was wir hier sehen, nichts anderes. In der Nähe der Auslaufklappen entdecken wir Anschlüsse für Stromleitungen. Die seien laut Juniorchef aber schon lange stillgelegt. Doch das deutsche Tierschutzbüro hat hier vor 2 Wochen funktionsfähige Stromleitungen dokumentiert. Und die sind laut Kontrollverein CAT eindeutig verboten. Hast du das gerade weggemacht jetzt? Das? Nein, ich nie. Nee. Niemand. Ja, aber vor 2 Wochen war es noch da. Man sieht es doch auch hier. Guck mal, hier geht das Elektroband geht genau bis dahin. Ich habe mehrere Jahre keinen Strom. Da war Strom drauf. Unglaublich, dass solche Eier bei Aldi Süd als Bio verkauft wurden. Verbraucher sind geschockt. Das gibt's doch nicht. Furchtbar. Dann denkt man eigentlich mal, kauft was anderes. Oh nee, geht gar nicht.
Wir fahren zur nächsten Hühnerfarm nach Lunteren. Bis zu unserem Besuch wurden hier angeblich rund 9000 Bio-Eier am Tag für Aldi produziert. Schon von weitem kommt einem ein bestialischer Gestank entgegen. Die Mülltonnen sind voll mit verwesenden Hühnern und das ist laut Kontrollverein CAT verboten. 2 Wochen zuvor sah es hier noch so aus, wie diese Aufnahmen von Tierschützern belegen. Viele tote Tiere in den Ställen. Auffällig, die Auslauffläche vor dem Stall ist vollständig begrünt. Hier waren offenbar schon länger keine Hühner mehr im Freien. Obwohl wir erst wenige Tage zuvor Bio-Eier von hier bei Aldi gekauft haben. 4-5 Monate haben wir Vogelgrippe gehabt. Aber sie haben ein halbes Jahr nicht in dem Auslauf. Also sie haben ein halbes Jahr die Tiere gar nicht rausgelassen? Nein. Bio-Eier von Hühnern, die seit einem halben Jahr die Sonne nicht gesehen haben. Unglaublich aber wahr, verboten ist das nicht, wenn die Tiere gefährdet sind, sich mit der Vogelgrippe zu infizieren. Wo Bio draufsteht, ist also nicht unbedingt das Bio drin, das man erwartet. Nach Ansicht unseres Videomaterials und eigenen Tests bestätigt uns Aldi die katastrophalen Zustände in diesen Betrieben. Bei Überprüfungen des CAT und eigenen Aldi Süd Audits wurden Mängel festgestellt, die sowohl gegen die CAT als auch die Bio-Richtlinien verstoßen haben. Daraufhin wurden Korrekturmaßnahmen eingeleitet. Es bestehen dennoch derzeit keine Lieferbeziehungen zwischen Aldi Süd und den beiden Betrieben. Weiter hat der Konzern aufgrund unserer Recherchen angekündigt, ab nächstem Jahr Haltungsbedingungen und Fütterungen der Tiere stärker zu kontrollieren. Hoffentlich mit etwas mehr Transparenz. Das ist nämlich ein generelles Aldi-Problem für Nachhaltigkeitsspezialisten. Der Verein Ranker Brand bewertet Aldi deshalb aktuell nur mit Note D, kaum empfehlenswert. Hauptgrund, es sei nicht zu erkennen, unter welchen Bedingungen die Aldi-Produkte tatsächlich hergestellt werden. Keine Transparenz zum Beispiel auch beim Biofleisch. Aldi gibt weder Kunden noch uns gegenüber bekannt, woher genau die Tiere stammen. Wer online die Herkunft per Code auf der Verpackung abruft, erhält nur Informationen zu Herkunftsland und Schlachtort. Wo genau das Schwein, die Kuh oder das Huhn aufgewachsen sind, unter welchen Bedingungen sie gelebt haben, unklar. Wir sehen auch noch ein ganz anderes Problem, nämlich das Problem, dass der Verbraucher eine ganz andere Vorstellung davon hat. Er denkt halt, da ist ein Hof, da ist ein Landwirt, der hat 2 Schweine, 3 Hühner und den Tieren geht's gut und wenn sie altersschwach sind, werden sie geschlachtet. Das hat mit der Realität halt überhaupt nichts zu tun. Das ist ein Geschäft mittlerweile. Dass Bio bei Aldi nicht unbedingt etwas mit dem netten Bauern aus der Region zu tun haben muss, sieht man an dieser Dose Bio-Leberwurst. Drin stecken Schweine aus gleich 3 verschiedenen Ländern. Deutschland, Dänemark und den Niederlanden. Geschlachtet zum Teil in Frankreich. Andere Händler machen das schon besser. Bei Tegut zum Beispiel steht auf einigen Biofleischprodukten ganz genau drauf, von welchem Bauernhof diese stammen. Das Gesamtergebnis unseres Aldi-Checks. Aldi ist fair zu Mitarbeitern, hart gegenüber Produzenten und beim Thema Bio ist Luft nach oben. Das Unternehmen geht neue Wege und will mit Hochglanzfilialen und umfangreichem Serviceangebot Kunden gewinnen. Die Qualität ist in der Regel in Ordnung. Bei Obst und Gemüse zum Beispiel aber gibt es Ausreißer nach unten. Gute Preise hat der Marktführer. In unserem Check ist er aber nicht wirklich günstiger als die Konkurrenz. Der Discounter-Riese Aldi Süd. Interessant, haben wir wieder was gelernt. Nächste Woche haben wir wieder die Gelegenheit im Marktcheck, wie immer am Dienstag um 20:15 Uhr. Danke fürs Zuschauen, schönen Abend noch. Tschüss.